Luft holen, pusten und Schuss. Das sieht man so auch nicht alle Tage, aber Blasrohrschießen wird immer beliebter. Am Wochenende werden bei der Nordberliner Schützengemeinschaft die Landesmeisterschaften ausgetragen. Diese Sportart zeichnet aus, dass von der Jugend bis zum Alter alle daran teilnehmen können. Und für die Schützen oder die mal Schützen werden wollen und denen das zu laut ist, wäre das eine sehr gute Disziplin, weil es hier sehr, sehr ruhig zugeht. Das Handling ist einfach, ob im Sitzen oder im Stehen, es gibt keine Nachteile. Geschossen werden in allen Altersklassen insgesamt 60 Pfeile. Nach jeder Passe von 6 Pfeilen erfolgt die gemeinsame Auswertung. Nach 30 Pfeilen, also 5 Passen, wird eine kurze Pause eingelegt. Und dies auch wichtig, gerade für die Lunge, damit man in den nächsten 5 Passen gleichwertige Ergebnisse erzielen kann. Und außerdem gibt es noch ein paar Dinge, die man beim Blasrohrschießen beachten sollte. Ruhig stehen bleiben, nicht dem Pfeil hinterher springen, richtig die Schnute an das Blasrohr bringen, sodass also wenig Luft nebenbei vorbeigeht. Die Runde bei den Landesmeisterschaften ist klein, aber vertraut. Viele schießen sonst auch in anderen Disziplinen. Da es gerade so viele Überschneidungen gibt, eignet sich Blasrohrschießen perfekt, um junge Schützinnen und Schützen an die Sportart heranzuführen. Früh übt sich und so entwickeln auch die jüngsten Teilnehmer ihre eigenen Routinen. Ich konzentriere mich einfach nur auf die Scheibe und beachte keinen anderen. Und dann klappt es auch mit dem perfekten Schuss. Für alle Landesmeisterinnen und Landesmeister besteht dann die Chance, im November am Bundesturnier in Einbeck teilzunehmen. Landesmeister Thorsten Prestel war bereits im letzten Jahr da und hat natürlich Ambitionen, den Schützenverband Berlin-Brandenburg auch 2024 vor Ort zu vertreten. Die Stimmung war riesig, waren über 500 aktive Schützen, die daran teilgenommen haben, über 2 Tage. Jede Menge Zuschauer dann auch. Es war also eine riesige Stimmung in der Halle. Wenn ihr jetzt auch Lust auf Blasrohrschießen bekommen habt und euch ausprobieren wollt, dann macht das doch einfach. Auf der Webseite des SVBB findet ihr alle Vereine, die Blasrohrschießen anbieten. Und dann heißt es nur noch Luft holen, pusten und Schuss.